auch Artikel 8, in dem unsere Versammlungsfreiheit steht, die eigentlich nicht eingeschränkt werden darf, die auch spontan gilt. Die Frage, die ich stelle, und ich möchte ich auch den Polizisten stellen, zum Beispiel, die das ja vielleicht auch gucken, Uniform. Sag mal, wie weit würdet ihr denn eigentlich gehen? Das ist Diebstahl. Das ist auch Faschismus. Hier steht alles drin und ihr tragt es weg, ihr tretet es mit Füßen. Vor allen Dingen nicht ohne die Menschen zu fragen, wenn ein Notstandsregime errichtet wird. Ja, leider kann ich heute nicht auf dem Rosa-Luxemburg-Platz sein, wo wir uns alle heute zu einem Spaziergang für das Grundgesetz treffen wollten, weil das Grundgesetz ist fraglos in Gefahr durch das Ausnahmeregiment, das Frau Merkel und andere zwecks Corona verhängt haben. Wenn es für das, was ihr tun sollt, wenn es dafür ein Befehl von oben gibt, wenn es dafür eine Gesetzesgrundlage gibt im Schnellverfahren. Also würdet ihr auf Leute schießen? Ich habe seit Anfang dieses Wahnsinns nicht nur mit dem Kopf geschüttelt, sondern habe mich auch dafür eingesetzt, dass Aufklärung betrieben wird. Wenn's alles tun, wenn es alle machen, wenn es abgesegnet ist vom Polizeipräsidenten, vom Justizministerium, im Ernstfall Leute aus dem Park entfernen, wenn die sich wehren, schießen, würdet ihr das machen? Wie viele Menschen sind ruiniert, existenziell vernichtet? Würdet ihr die Leute in Lager bringen? Corona-Krankenhäuser. Wenn wir den Test nicht hätten, würden wir nichts merken. Das ist immer noch so. Würdet ihr sie zwangsimpfen mit einem Impfstoff, der nicht erforscht ist, weil er ganz frisch auf dem Markt ist, aber aus dem Hause Bill Gates, würdet ihr das machen? Ich fordere, dass die Politik das tut, was sie tun muss in solchen Moment, nämlich in kurzen Abständen, im Prinzip am Montag muss es zusammenkommen sein, ist die Aufrechterhaltung dieser Maßnahmen noch gerechtfertigt. Es hat keine Diskussion stattgefunden. Es ist verdrängt worden. Menschen sind diffamiert worden. Wissenschaftler werden diffamiert. Ich bin kein Wissenschaftler, ich bin Praktiker, ja? Aber es sind Wissenschaftler diffamiert worden, die hochrangig sind. Und wenn Sie das täten und ehrlich wären, dann würden Sie sagen, Leute, die Epidemie ist vorbei. Die Zahl der Toten sagt aus, dass Covid-19 nicht das ist, was wir befürchtet haben. Gott sei Dank. Und jetzt können wir locken und zwar einen Rückzug antreten in Würde, weil wir haben unsere Pflicht getan. Noch nie haben so wenige Menschen so viel Macht in Händen gehalten wie in unserer Zeit. Ich wurde nicht gefragt, ich habe nicht abgestimmt darüber, ob ich wegen eines umstrittenen Virus, zu dem es mindestens zwei Meinungen gibt, auf alle meine liberalen Grundrechte verzichten. Ich wurde nicht gefragt, Sie wurden nicht gefragt. In dieser Stunde sind wir alle aufgerufen, unsere Bundesrepublik Deutschland und die ersten 20 Artikel unserer Verfassung gegen Schlechteres zu verteidigen. Aber man muss bereit sein, wenn man Konsequenzen entscheidet, die ein ganzes Volk betreffen, zumindest offen und transparent seine Grundlage der Entscheidung dem Volk mitzuteilen und für jeden nachvollziehbar zu machen. Denn noch nie ist Macht in einem so umfassenden Ausmaß missbraucht worden wie in der Corona-Pandemie. Es gibt keinen einzigen Nagel in diesem Land, der nicht genormt ist. Aber Dinge, die wir vor unser Gesicht halten sollen, die müssen nicht genormt sein. Da wird keine Kontrolle gemacht. Da wird gesagt, nehmt irgendein Tuch und haltet es euch vors Gesicht. Und der Staat, glaubt ihr wirklich, dass der Staat für gesundheitliche Konsequenzen, die daraus entstehen, haften würde? Nein! Wir haben es mit dem gewaltigsten ökonomischen Schock zu tun, den die Welt je erlebt hat. Die Staatsinstitute, das Kraftfahrtbundesamt, muss auf den Verkehrsminister hören, sonst hätten wir den VW-Skandal nicht. Das Robert-Koch-Institut muss auf Herrn Spahn hören, sonst fliegt der Chef. Lauter solche Sachen sind da und die sind nicht in Ordnung. Das sind institutionelle Korruptionen, die darf es nicht geben. Und so erzählt uns Spahn, wir müssen alles tun für die Gesundheit des Volkes. Meine Lieben, ich glaube, wir müssen alles tun für die Freiheit des Volkes. Und das, was in unserem Grundgesetz steht, das, womit die Menschen auf die Straße gegangen sind und haben das Grundrecht hochgehalten.
dass alle Menschen gleich sind, dass alle Menschen das Recht haben zu glauben, was sie wollen, dass alle Menschen das Recht haben, ihre Meinung zu verbreiten und eine Zensur nicht stattfindet. Dahin müssen wir wieder zurück. Und das ist die Frage, wie weit können wir uns als Bürger auf euch, auch als Bürger, in Uniform eigentlich verlassen, dass ihr ab irgendeinem Punkt sagt, nee, das ist jetzt aber zu ähnlich wie bei meinen Großeltern. Das mache ich jetzt nicht. Für den 1.8.2020 haben wir gemeinsam mit nicht ohne uns eine Versammlung mit 500.000 Teilnehmern in Berlin auf dem Tempelhofer Feld unter dem Titel Das Ende der Pandemie, der Tag der Freiheit angemeldet. Also, erstmal herzlich willkommen in Berlin. Ich glaube, unsere Botschaft ist schon ein wenig angekommen. Und ich denke, Merkel und Co. bekommen so langsam Angst und es ist auch gut so. 800.000 Leute sind hier! 800.000 Leute! Und dass die Mittelständler am langen Arm verrecken gelassen werden, dass man KfW-Kredite vergibt, die nichts anderes sind als die pure Enteignung des Mittelstandes. Denn jeder Unternehmer, der jetzt einen Kredit hat, dem gehört sein Unternehmen nicht mehr, sondern diesem Staat. Das ist Diebstahl! Wie vieles andere, was diese Regierung macht, ein Unrecht sondergleichen. Und darum stehen wir heute hier und demonstrieren und laufen mit über 800.000 Menschen durch Berlin. Die Massenmedien belügen euch jeden einzelnen Tag. Die Massenmedien beschreiben euch wichtige Tatsachen, jeden einzelnen Tag. Die Massenmedien verleumden uns jeden einzelnen Tag. Schönen guten Tag. Es erfolgt eine Durchsage auf die Zeit. Bitte macht das Richtige. Macht das Richtige! Hey, macht das Richtige! Ja, da geht doch mal in euer Herz, Mann. Wir sind doch für euch auch da. Bitte, bitte, macht das Richtige. Hey, wir sind hier für euch und ihr für uns. Lasst uns zusammen machen. Das ist ein Moment der Geschichte. Du wirst als Held in die Geschichte eingehen. Du bist der größte Held aller Zeiten. Wenn du jetzt das Richtige sagst. So, dann sind nicht die Gewalt. Es war natürlich sehr schade, was die Polizei gemacht hat. Aber ja, ich glaube, es hat auch nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, jetzt auf die Straße zu gehen und einfach zu zeigen, wir sind viele und wir haben einfach genug von dem System. Die Reisen aus Frankfurt, aus Stuttgart an, um unserer Stadt Randale zu machen. Ärgerlich ist zu wenig gesagt. Das ist ein großes Risiko und das Leben mit denen, die spielen. Vielen Dank für Ihre freundliche Einladung nach Berlin, die wir gerne annehmen. Wir kommen gerne noch einmal. Wir haben heute Morgen eine Versammlung unter dem Titel Berlin Invites Europe, Fest für Freiheit und Frieden für den 29. August 2020 angemeldet. Es kamen Anforderungen, dass wir die Masken aufziehen sollen und dass das alle machen sollen. Das haben wir den Leuten durchgesagt und das haben auch alle getan. Und trotzdem gibt es hier keinen Start. Also ich empfinde das als eine reine willkürliche Situation. Wir verteidigen die leidenden Menschen, deren Grundrechte und auch deren Gesundheit aufgrund einer organisierten kriminellen Täuschung. Mit einem relativ harmlosen Coronavirus, SARS-CoV-2, jetzt leiden. The only thing a government needs to make people into slaves is fear. Die Zeit ist reif für ein neues System. Wir wissen alle, wer zuständig ist, der Herr Geisel. Und der wird das hier ausbaden müssen. Er muss es juristisch und politisch ausbaden. Diese Regierung hat abgedankt, sie gehört abgesetzt und vor ein faires
und transparentes Gericht gestellt. And today again, Berlin is the front line against global totalitarianism. Noch ein Wort, liebe ARD, liebe ZDF und sonstige Verschwörer. Ich bin kein Nazi. Ich bin auch kein russischer Geheimagent. Ich bin ein einfaches, kleines, antifaschistisches Mädchen, das so lange protestiert, bis die Regierung abgedankt hat. Danke. Wir sind nicht mehr länger, so sagte es Rudi Dutschke vor 50 Jahren, wir sind nicht länger die Idioten der Geschichte. Wir brauchen keine Führer mehr. Danke, wir führen uns ab jetzt selbst. Wir sind reif genug, eine kollektive Schwarmintelligenz. Wir werden nicht aufgeben, bis demokratische Zustände wiederhergestellt sind. Wir sind da an Ihrer Seite, gleich welche Farbe Sie bevorzugen. Wir balgen uns später weiter, dann auch friedlich. Oder wir gehen uns aus dem Weg, wenn wir uns politisch dann nicht so mögen. Hier geht es um ganz grundsätzliche Dinge, nämlich die Verfasstheit unserer Republik und unsere Grundrechte. Und die verteidigen wir geeint. Koste es, was es wolle, im Übrigen. And today, all of us who are here today can proudly say once again, ich bin ein Berliner. Und wir alle heute können stolz sagen, ich bin ein Berliner. Ich muss nicht in jedem Punkt der Meinung von Attila Hildmann sein und Attila Hildmann muss nicht meiner Meinung sein. Das ist nur ein Beispiel. Ich bin auch nicht in jedem Punkt der Meinung von Heiko Schrang. Ich bin auch nicht in jedem Punkt der Meinung von Herrn Janich oder wem auch immer. Das geht nicht darum. Wir sind in einem Punkt, sind wir alle derselben Meinung. Und wenn ich sage alle, meine ich alle. Zeigt, dass das Volk von Deutschland unabhängig von seiner politischen Richtung, Einstellung und Meinung geschlossen gegen die faschistische Diktatur vorgeht.